Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, wie ihr hier seht, ich habe schon eine Welt erstellt und wir spielen Minecraft. Worauf und was erzähle ich euch gleich weiter, aber ich würde sagen, wir gehen hier erstmal in die Welt rein. Und ja, hier haben wir wieder schon wieder ein Update. Das brauchen wir jetzt aber nicht. So, ich habe hier schon eine Bonuskiste, weil das ist hier echt ziemlich, ja, das muss man eigentlich sozusagen haben, weil sonst kommt man hier gar nicht weiter. Ich finde, wir sind hier gleich am super Ort gespawnt. Der ist echt klasse. Und ja, und zwar spielen wir auf Magic Farm 2. Hier, wenn wir hier reingehen, na, und da runter gehen, da sehen wir alle Mods. Am Anfang müssen wir zum Beispiel mit Dinkas Construct anfangen. Und wir haben also einiges drin, Farmcraft, dann mal Expansion, Farmic Dinkas und so weiter. Mistcraft. Was haben wir hier noch drauf? War da nicht der Dings auch drin? Der, wer ist denn der blöde Wald? Nö. Naja, werden wir schon noch rausfinden. Bibliocraft und so weiter. Ja, im Hintergrund ein bisschen Musik abspielen. Hoffe, die ist nicht so laut oder nicht so leise. Ja, und ich würde sagen, wir starten gleich mal, indem wir gleich mal Holz suchen. Und jedenfalls Nahrung, weil wir verlieren hier extrem schnell Nahrung. Und ich würde aber sagen, wir bleiben hier eigentlich an dem Ort, also lassen wir mal die Sachen da drin. Das nehmen wir uns mal raus. Dann bauen wir uns hier als erstes gleich mal ein kleines Häuschen. Muss nicht groß sein, habt doch mal ein Häuschen. Weil wenn es Nacht wird, ist ein bisschen doof. So, weil dann kommen jede Menge Monster. Und die sind hier auch, Die haben dann bestimmte Sachen drauf. Dass sie zum Beispiel, weiß ich nicht, dass ein Zombie mit Feuer nach uns schießen kann und alles so eine Scherze. Also die sind alle ziemlich stark. Deswegen. Die Kiste bauen wir jetzt aber trotzdem ab und die Fackeln auch. Die können wir auch gleich mitnehmen. Und ein Bett können wir uns auch gleich mal machen. Dann, weil hier laufen wir. Ich glaube, das müsste sich ausgehen. Von den Schafen her. So, wir müssen uns aber gleich mal beeilen. Mal das mal da rein. Fackeln können wir hier überall eine machen. So. Und dann machen wir es gleich mal den Homepunkt. Und den nennen wir Home. Ganz super, ganz einfach, ganz toll. Einfach Home. Hier nehmen wir gleich hier die Bäume weg. Und dann gehen wir als nächstes gleich mal ein bisschen Essen suchen und die Schafe hier mal töten. Weil sonst wird das nichts. Ah super, jetzt habe ich weggeklickt. Ah Mann, oh Mann. Ja, wie gesagt, wir haben am Anfang kein Werkzeug, wir können uns nichts machen. Keine Spitzhacken, gar nichts. Wir müssen dann gleich mit Tinkers Construct anfangen, deswegen brauchen wir jetzt erstmal jede Menge Holz. Nicht nur für unser Haus, sondern... Oh, hier sind voll viele Schafe. Ja, von den Schafen kriegen wir zum Glück auch was zum Essen. Das ist schon mal gut. Also das hier ist komplett anders als normales Minecraft. Zum Beispiel verlieren wir eigentlich ziemlich schnell Essen, wenn wir was machen. Und wir kriegen dann zum Beispiel von Essen nur eine halbe Keule dann. Also wenn es gebraten ist, zum Beispiel Fleisch oder so, dann kriegt man wohl eine Keule, aber ansonsten kriegt man da überall nur eine halbe. Hier da vorne haben wir zum Beispiel Beeren, die können wir schon mal mitnehmen. So, hier sind gar nicht so viele Bäume. Machen wir hier das Schaf da killen. Abmurksen. Da haben wir gleich ein Bett auch noch. Da vorne sind auch noch welche. Ich weiß nicht, ob man das mit drei verschiedener Wolle machen kann. Ich glaube nicht. Deswegen nehmen wir uns drei weiße. No.
Und da unten ist eins. Oder sind eigentlich mehrere, aber das nehmen wir uns vor. So. Siehst du, jetzt haben wir schon die Hälfte an Keulen verloren, wenn wir da irgendwas machen. Müssen wir gleich mal essen. Essmarathon. Wir stopfen uns voll. So. Das müssten auch Bären sein. Ja, das sind auch Bären. So. Ich habe schon mal ein bisschen mit Anführungszeichen offline getestet, wie der Anfang das so funktioniert. Und am Anfang ist es echt, ja, ziemlich schwer. So, wir brauchen aber Holz. Und dann Essen noch für die Nacht, weil, ja. Mit dem kommen wir eindeutig nicht aus. So, jetzt geht's. So, den nehmen wir noch mit. Und dann schauen wir, ob wir oben noch ein paar pflanzen können. Da schon ein paar Setzlinge runtergefallen sind. So, ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet, so, dass ich jetzt da das spiele, weil eigentlich so Technik und so habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf zu spielen. Aber hier ist das Magic Farm. Finde ich ziemlich cool. Da kann man später dann auch irgendwelche Sachen kochen, wenn man da Salz hat. Und ja, jede Menge kann man da machen. Dann nehmen wir uns schon mal die Büsche hier mit. Die können wir uns auch bei uns dann pflanzen. Ah, hier ist schon mal eine Höhe. Ach du Kacke. Kann man weg von hier? So, jetzt schauen wir mal hier. Hier haben wir nur Schafe. Wenn wir die töten, kriegen wir zwar auch Fleisch. Wer ist denn hier gestorben? Ah, cool. Oh. Cool, wir haben eine goldene Axt und eine Sattel. Nicht schlecht. Würde ich mal behaupten. Aber hier wird doch, da hier ist noch was zu essen. Haben wir schon mal eine goldene Axt, das ist ja super. Ja, wie gesagt, craften kann man die nicht, aber wir können die finden. So, gleich mal hier den noch mitnehmen. Ah, oh, das geht ja viel einfacher. So. Was ist denn da vorne? Nicht zu viel herum experimentieren. So, den nehmen wir auch noch mit. Ah, ist das herrlich, wenn man schön abbauen kann. Was haben wir denn da vorne? Müssen aufpassen, dass wegen der Nacht. So, und wir haben es wieder geschafft, dass wir voll sind. So, wir müssen hier jedes einzelne Dings mitnehmen, weil wir brauchen echt so viel Essen. Das geht gar nicht. Was ist mit dir? Hallo? Ja, ich lasse den mal so stehen, dann können wir später mal wieder herkommen. Wie viel Holz haben wir denn? Hm, 30. Nehmen wir den noch mit. Kriegen wir ein bisschen Holz noch von dem. Dann denke ich, reicht das mal fürs Erste. Ach super, die Axt ist eh schon kaputt. Und es sieht, glaube ich, so aus, als würde es Nacht werden. Bald. Deswegen gehen wir einfach mal zurück. Da oben nehmen wir die Büsche noch mit. Und dann ab nach Hause. Den auch noch. So, 140 Meter noch. Und wir müssen uns beeilen. Wir müssen unser Haus auch noch fertig bauen. Oje, oje, oje. Den nehmen wir noch mit.
Das nehmen wir noch mit. Und hier ist es auch schon. Machen wir es erstmal schnell einen Crafting Table, dass wir hier schon mal eine Türe haben. Und dann machen wir uns gleich ein Bett. Dann können wir auch gleich schlafen gehen. So. Erstmal eine Türe. Achso, nee, hier haben wir eh das Holz. Meine Güte. So. Ab da. Wir haben Clay. Naja. Okay. Dann machen wir schnell ein Bett. Und das kommt dahin. Hallo. So, und jetzt legen wir es erstmal ins Bett. Dann haben wir auch gleich Tag und dann haut das auch super hin. So. Wir hauen hier erstmal ein paar Sachen da rein. Ah, den Baum pflanzen wir draußen. Das pflanzen wir auch gleich alles draußen. Aber irgendwo da vorne, so hier. Denn ich will das Haus noch ein bisschen größer machen. Ein bisschen Erde wegkloppen. Ich dachte nur für alle Fälle, falls wir... Ja. Falls wir es nicht schaffen, an ein Bett zu kommen, dass wir schon mindestens mal ein kleines Häuschen haben, wo wir uns drin verstecken können. So, gehen wir mal rein. Machen wir zu, dass ja keiner reinkommt. Ja, hier haben wir eh noch ein bisschen. Dann nehmen wir da noch was mit. Ah, dann machen wir hier mal ein bisschen größer. Ach, geh. So, man ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen größer. Ach, Menno. Dann können wir die Wand drin auch gleich rausreißen. Das geht sich hier nämlich noch aus. Ja. Dann machen wir schon mal hier und hier. Dann können wir dann oben das schon das Dach rauf machen. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen mehr Platz. Und dann mal schauen, dass wir mal einen Ofen zusammenbekommen. Und mal ein paar Tiere töten gehen, damit wir schon mal so ein bisschen Essenvorrat haben. Und dann können wir dann schon anfangen mit dem Construct. Mal die ganzen Tische und so. Apropos, falls wir sterben oder irgendwas ist. Das Buch legen wir lieber rein. So. Aber schon mal ein bisschen was wieder. Na? Damit wir mal für die nächste Nacht gewappnet sind. Wollen wir mal nicht schlafen gehen. Sondern können die Nacht durcharbeiten. Obwohl es ja eh egal ist, ob wir... hier ist mir irgendwas runtergefallen. Oder? Oder nicht? Ach, hier war das. Den habe ich versehentlich platziert. Oh. Das geht sich hier aus. Brauchen wir nicht. So. Brauchen wir noch ein bisschen Holz? Okay.
Dann mal dann draußen zu machen. Und zwar hier. So. Oh Mann. So. Na Schaf, was ist mit dir? Möchtest du da rein? Kommst du aber nicht. So. Das Bett stört mich hier. Was mache ich mal hier hin? So. Wir brauchen was zu essen. So. Na, wir haben noch immer. Oh Mann. So. Da machen wir das da rein. Dann nehmen wir hier noch die hier mit. Die wollte ich draußen noch anpflanzen. Hier irgendwo. So. Haben wir jetzt. Ne, oben ist ja noch offen, das Dach. Machen wir noch zu. Wir wollen ja keine ungebetenen Gäste haben. Das wird sich eh nicht ausgehen. Ah, vielleicht doch. Nee. Das geht sich auf keinen Fall aus. So. Hier haben wir noch 9 Stück. Ach, hey. Müssen wir wieder neu machen. Müssen wir unbedingt wieder Holz suchen gehen. Vielleicht finden wir noch irgendwo so ein Dings, wo wir so eine Axt. Ach, nehmen wir das auch noch mit. Nee, war sicher ist sicher. So, laufen wir mal ein bisschen in die Richtung hier. Ah, hier haben wir auch Wasser, okay. Und gehen wir mal da in die Richtung. Hier haben wir Esel.